Boah, Leute, Hausaufgaben, 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 das nervt, ey. Und Timmy, hey, da komm ist jetzt Niki. Raus. Niki, komm rein, ich mach grad meine Mathe-Hausaufgaben, das ist voll anstrengend, Niki. Mit einem Chickenburger in der Hand, ja, oder wie? Ja, willst du einen? Den habe ich mir vorher vom Burger King geholt, der war richtig lecker. Nein, ich möchte zu McDonald's, hast du vielleicht Bock mit zu mir zu kommen? Du willst zu McDonald's? Okay. Leute, was mögt ihr eigentlich lieber? Das muss ein für alle Mal beantwortet werden. Mögt ihr lieber McDonald's oder mögt ihr Burger King mehr? Wenn ihr Burger King lieber mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall Burger King in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr McDonald's mögt, dann müsst ihr mich abonnieren. Komm jetzt, ich hab Bärenhunger. Oh, na schön, aber du hilfst mir später bei den Hausaufgaben, okay? Natürlich, und da soll so ein voller Liebe Grimace sein. Lass uns die mal besuchen. Liebe Grimace? Du weißt schon, dass es Grimace nicht gibt. Es gibt nur diese komischen Lautsprechermenschen. Es gibt die Kameramenschen, die TV-Menschen und Skibidi. Nein, da ist Grimace nämlich. Nein, der hat Ronald abgelöst, doch. Was? Leute, glaubt ihr, Niki? Ich weiß nicht. Komm, lass uns mal hingehen. Das hört sich voll nach einem Prank an. Ich sag dir ehrlich, Niki, du willst mich nur wieder hochnehmen, nur weil du älter bist. Nein, glaub mir. Ja, ich glaub dir mal. Okay, da vorne ist schon der McDonald's, Leute. Seht ihr das goldene M? Das goldene M steht nämlich für McDonald's. Wusstet ihr das? Okay. Hä? Warum ist denn hier Absperrband und so? Ich dachte, der McDonald's hat offen. Ich glaube, die bauen einen Außenbereich. Oh. Hä? Aber hast du das gesehen? Hi. Grimace, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe dich nie angetroffen. Du siehst ja voll cool aus. Ich bin ab heute euer neuer bester Freund. Juhu, kommt rein. Er ist ein bisschen aufgedreht. Ja, der sieht richtig gruselig aus. Na, hereinspaziert. Schönen guten Tag. Ich hätte gern... Grimace ist wieder weg. Das ist nicht witzig. Ich kann dich die ganze Zeit sehen. Ja. Ja. Ich habe immer Grimace voll böse in Erinnerung gehabt. Anscheinend ist der lieb. Naja, wie auch immer. Wenn du so lieb bist... Hä? Was war das? Tut mir leid, das war nix. Hey, was hast du das gesehen? Ich liege auf dem Tisch. Der legt sich da einfach hin. Grimace, ich will bestellen. Ich finde den witzig. Ja, ich finde den nicht witzig. Der macht das extra nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Pass auf, ich will ein Big Mac und eine Pommes haben, okay? Okay, dann möchte ich zwei Big Macs haben. Spaß. Das ist doch nicht Lachen-Challenge, Mann. Leute. Hä? Okay, und hast du vielleicht auch einen Milchshake? Ich hab sogar die goldenen neuen Pommes für dich. Oh, wie cool. Oh, die will ich auch probieren. Oh, wie cool. Willst du die auch haben, Niki? Ja, bitte. Oh, die will ich unbedingt noch probieren. Na schön, ich geb dir meine. Hier sind die goldenen Pommes. Okay, wow. Krieg ich meinen Milchshake? Bitte, bitte, bitte. Wenn du mir eine Frage beantwortest. Ja, und die wäre... Was ist lustiger als 23? Oh, ich kenne die Antwort. 24. Richtig. Nein, 22. Nein, Niki, 24. Und das ist wirklich nur ein Milchshake und nichts Schlimmes, ja? Nö, das ist nur ein Milchshake mit ganz viel Bubbles. Blub, 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 blub. Okay, ich danke dir, Grimace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Timmy. Ja. Wiedersehen. Boah, Niki, ich habe eine richtig coole Idee. Hast du nicht gerade gehört, wie er so komisch gelacht hat, wo wir gegangen sind? Voll nett und ich will ja auf jeden Fall meine Geburtstagsfeier bald feiern. Weil Leute, ich habe nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Das heißt, wir müssen alle zusammen eine riesen Geburtstagsfeier machen. Und ihr seid alle eingeladen. Auch du, Niki. Weißt du was? Oh, super. Was hattest du denn? Der war doch gar nicht gruselig. Der war voll witzig, aber wo wir gegangen sind, hat er so komisch, so böse gelacht. Wirklich? Bist du dir sicher? Ich hab das anders in Erinnerung. Ich lausch da mal rein, Leute. Steht da einfach. Ich geh mal nach unten. Na, siehst du, er geht einfach nach unten. Hin? Er macht wahrscheinlich neue Burger-Patties. Haha. Guck, der ist lieb. Hab ich doch gesagt, Niki. Weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Warte mal. Ihr seid ja noch da. Grimace? Ja, ich bin Grimace. Aber du warst doch... Aber eigentlich nennt man mich Grimace. Du warst doch... Hä?
Nein! Hä? Warte mal, das, der war doch gerade eben noch lila. Ich hab das genau gesehen mit meinen eigenen Augen. Leute, wenn Grimms gerade eben noch lila war, müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, weil das geht doch gar nicht. Ich spinn doch nicht. Oder spinne ich etwa? Grimms? Ja, ich bin Grimms. Sag mal, seit wann bist du blau? Ich bin doch die ganze Zeit blau, das weißt du doch. Du hast doch gerade die goldene Pommes gekriegt. Ja, stimmt. Hast du noch die goldene Pommes, Niki? Nee, die habe ich aufgegessen. Ah, komisch. Naja, ich werde später wiederkommen, Grimms oder Grimms. Niki, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Ja. Ich bin dunkel geworden. Irgendwas stimmt da nicht. Der war doch lila, also entweder ist das eine andere Person oder Grimms kann sich verwandeln. Eins von beiden. Vielleicht hat er den Grimms gegessen. Lass uns das mal heute Nacht genauer anschauen, okay? Ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder hier, okay? Und nimm auf jeden Fall deine Ausrüstung mit. Eine Spitzhacke und vielleicht auch ein Schwert, weil es könnte vielleicht Ärger geben. Ich bringe ein paar Sachen mit, auch für dich, Jimmy. Sehr gut, Niki. Leute, wir kriegen das gemeinsam hin und lüften das Geheimnis, wer der echte Grimms ist. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass einer von den beiden der falsche Grimms ist. Mann, das dauert so lange. Wo bleibt denn Niki, ey? Und der kleine Hundi bewacht mit mir zusammen hier die Stellung. Du bist... Hä? Oh, wir müssen uns verstecken. Grimms, hä? Niki! Oh, da bist du ja. Ich hatte dich schon überall gesucht. Dieser komische Grimms-Skin im Blau, der hat da irgendwas vor. Der macht da irgendwas hin. Schau mal. Was hat der da? Was macht er denn da? Der macht das Stacheldraht. Wir müssen auf jeden Fall... Sehr gut, du hast alles dabei. Ich nehme das mal. So, dann lass uns mal hingehen und mit ihm reden. Komm mit, Niki. Ich frage mich, wer der echte Grimms ist. Hallo, Grimms. Wir wollen doch mal was bestellen. Doch, wir wollen was bestellen. 5 Diamanten haben dich sogar dabei. Du hast die Dias dabei, ja. Richtig, Niki? Ja. Die du mir letztens geliehen hast, oder wie? Ja, genau. Warum bist du so komisch, Grimms, hä? Wir sind Kunden. Wir wollen ein Milchshake haben. Und eine Pommes. Da. Du riechst gut. Ich habe mein Lieblingsparfüm dran, Orangenduft. Und das ist mein Freund Niki und der will einen Milchshake haben. Hallo. Wie wär's mit einem orangenen Milchshake? Spaß. Wie du willst. Hast du das nicht verstanden? Nein, mit Orangen ist doch voll cool, oder nicht, Niki? Er will damit sagen, dass er dich in den Milchshake packen nächste Mal. Nein, das würde er nicht machen. Der ist doch voll lieb. Guck mal, wie cool der ist. Okay, dann gib ihm Niki. Niki, du musst unbedingt den Milchshake probieren. Ich glaube, das könnte richtig lecker sein. Riecht jetzt an mir. Hier, bitteschön, der ist für dich. Niki, extra nur für dich gemacht. Dein eigener Milchshake, trink ihn mal. Ich bin gespannt. Und wie schmeckt der? Von dem blauen Grimms. Und, was ist los? Der schmeckt gut, aber warum lacht der so? Komisch. Was ist denn komisch, Niki? Hä? Also bis jetzt siehst du normal aus. Irgendwie ist mir ein bisschen schwindelig. Ist das normal? Nein. Guck jetzt. Das wird lustig. Hä? Ich soll gucken? Oh. Leute, da passiert doch gar nichts. Oder etwa doch? Niki! Niki, was ist mit deinem Kopf passiert? Oh, Niki, du brauchst unbedingt einen Spiegel. Dein Kopf ist richtig klein geworden. Du siehst aus wie der stärkste Mensch der Welt. Oh nein, bei mir ist nicht so. Ich möchte nicht lachen. Das ist voll doof. Wieso? Was passiert denn mit dir? Bist du sicher, dass das dir nicht so gut ist? Grimms, was hast du mit ihm gemacht? Boah, jetzt hat er auf einmal einen Riesenkopf. Hä? Niki, ich weiß nicht. Was geschieht mit mir? Warte mal, der passt nicht in meinen Mixer. Mach dich wieder normal. Hä, was für ein Mixer? Warte mal, Niki, ich glaube, wir sollten hier rausgehen. Grimms, danke schön für den Milchshake. Und Niki, ich glaube, wir sollten einen Arzt aufsuchen. Dir geht's gar nicht gut. Oh, doch gerne rein. Ich zeig euch mal meinen Mixer und die Kinder. Reicht's, ey. Der hat irgendwas da unten im Schilde. Und ich werde herausfinden, was. Niki, bleib stehen, du Dickschädel. Niki hat einen riesen Dickschädel und das sieht richtig lustig aus. Guck mal. Aber ich glaube, das war die letzte Verwandlung. Da sollte jetzt, glaube ich, nichts mehr passieren. Das sieht so witzig aus. Du hast einfach einen Riesenkopf. Du hast.
Niki, sag mal, du siehst aus wie Spitzkopf Larry aus SpongeBob. Hey, hör auf damit. Spitzkopf Larry. Niki, tut mir leid, dass ich lache, aber das sieht echt witzig aus. Vielleicht ist das einfach nur so ein lustiger Trank. Da wird schon nichts passieren, Niki. Morgen ist das alles wieder da. Du bist wieder normal, siehst du? Die Kopfschmerzen sind auch ein bisschen weg, muss ich sagen. Ja, aber siehst du, dir geht's wieder super. Wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Ist schon richtig spät geworden, Niki. Ja, können wir gerne machen. Niki, wieso warst du etwa im Training? Du hast ja richtig dicke Arme bekommen, hä? Das sieht ja voll lustig aus. Nein, das ist ja gar nicht witzig. Leute, Niki geht's gar nicht gut. Aber solange er noch lebendig ist, ist ja alles gut. Lach mich nicht aus, Jimmy, das ist nicht witzig. Ich glaube, du hast Leg Day auf jeden Fall nicht gemacht. Mhm. Oh, Niki, komm, lass es nach Hause gehen. Du bist richtig dünn. Komm, wir gehen nach Hause, Niki. Und wir müssen das Geheimnis auf jeden Fall noch lüften von diesem komischen Grimace. Ja, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion, glaube ich. Kann das sein, dass da Gehirn da drin ist? Nein, kann nicht. Okay, komm, Niki, ich bring dich nach Hause. Nicht, dass du noch was zustößt oder so. Hä? Niki? Leute, vielleicht hätte ich Nikis Sorgen doch ernster nehmen sollen. Niki ist auf einmal verschwunden und es wird schon wieder hell. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Nein, Niki ist weg. Nein, das hat irgendwas zu tun mit diesem blöden Grimace. Jetzt reicht's mir, Freunde. Ich muss ganz schnell zu McDonald's gehen und ich muss mir diesen Grimace schnappen. Das kann nicht sein, dass auf einmal der blaue Grimace auf einmal Niki zum Verschwinden bringt. Wo ist der lila Grimace? Einer von den beiden lügt doch. Da bist du ja, hey, Grimace. Was machst du denn hier? Wo ist dein Kollege, der lila Grimace, hä? Ich bin der einzige Grimace. Na, der einzige, das werden wir ja sehen. Ich werde jetzt nach unten gehen und ich werde da einen anderen Grimace finden. Hä, da wirst du niemanden finden. Bleib doch mal stehen. Na, werde ich nicht. Jetzt das Geheimnis lüften. Jetzt reicht. Hä? Das ist Einbruch. Das ist ja gar keine Küche, das ist ein Gefängnis. Das ist kein Gefängnis, das ist eine Abstellkammer. Siehst du nicht die beiden Worten? Ich verschwinde. Ich muss hier weg. Aua! Aua! Zieh dich! Kau hier ab! Warte, das kann nicht sein. Du bist der echte Grimace. Oder ist der echte Grimace? Mann, wer ist denn jetzt der echte Grimace von euch? Ihr seid beide so komisch. Und was habt ihr mit Niki gemacht? Los, sagt's mir. Also, ich bin Grimace. Na? Grimace, komm mal rein. Hä? Ich hab Niki verschleppt und verspeist. Er geht gleich in den Mixer rein. Machen wir aber nicht. Wir sind lieb, stimmt's? Was denn jetzt? Ja, wir sind sehr lieb, genau. Hä, ich klicke hier gar nichts mehr. Willst du nicht reinkommen? Nein, ich will nicht reinkommen. Ich will meinen Freund Niki wieder haben. Den habt ihr nämlich geklaut und ihr seid beides böse. Ich werde auf eure komischen Tricks nicht reinfallen. Und meine Zuschauer auch nicht. Oh, dann müsst ihr vielleicht einen Shake. Und einen Milchshake? Oh, ihr seid. Trink ihn doch jetzt mal. Nein, ich will den nicht trinken, aber sagt mal. Oh, hier ist eine Switch hier drin. Eine Switch? Oh, meine. Hä? Nein! Das. Nein, ihr seid doch böse, das wusste ich doch. Oh, nein. Sagt mir sofort, wo Niki ist. Sag mir, wo Niki ist, du blöder blauer Grimace. Los. Ich kann dir sagen, wo dein Freund ist. Oh. In meinem Bauch. Das kann nicht sein. Warte mal, ich will lauschen, ob ich Niki hören kann. Vielleicht ist er ja doch nicht drin. Ne, Niki, wenn du mich hörst, ich bin hier im McDonald's drin. Hä? Da kommen nur Blähungen, du blöder Grimace. Ha, du hast hier alles zugemacht. Okay, warte, ich habe eine Idee. Und die wäre? Wenn du herausfindest, wer von uns beiden der richtige Grimace ist, dann sagen wir dir, wo Niki versteckt ist. Okay, das will ich eh schon die ganze Zeit rausfinden. Und ich sag dir ehrlich, das ist ganz einfach, weil der echte Grimace, ich werde euch Fragen stellen und der wird die beantworten, okay? Okay. Wer ist Ronald McDonald? Mein Vater. Chef.
Was? Chef oder Vater? Leute, was meint ihr? Ist Ronald McDonald der Vater oder der Chef von Grimace? Ich glaube, Ronald McDonald ist der Chef. Okay, yeah. Nächste Frage. Aber wer hat das denn jetzt von uns beiden gesagt? Naja, stimmt. Ich. Wer hat das? Ich hab gesagt, mein Chef. Ach so. Ich hab gesagt, mein Chef. Ah, ist egal, ich mach eine neue Frage, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Und zwar die nächste Frage. Was ist im Milchshake drin? So, ihr habt 3 Sekunden, das zu beantworten. Milch. Milch und was noch? Eine Zutat für den Geschmack. Ja, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Eine Zutat für den Geschmack. Ha, du hast den ersten Punkt und diesmal weiß ich, wer die richtige Antwort hat. Ja, siehst du, da guckst du dumm aus der Wäsche. Okay, die dritte Frage ist, was ist der größte Feind von Grimace? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kriegt ihr niemals raus. Okay, der blaue Skin. Fanta. Fanta? Okay, und was ist deine Antwort, Lila Grimace? Burger King ist mein Feind. Boah, das muss es sein, Leute. Das muss doch die Wahrheit sein. Oh, du bist der echte Grimace. Und jetzt will ich meinen Freund Niki wieder haben. Niki wieder. Genau, du bist der Faker. Oh, bleib stehen. Hä? Nein, der hat eine Nerfgun. Oh, ich muss mich verstecken. Oh. Bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ja ein Riesen-Grimace, Leute. Oh. Ich bin der echte Grimace. Du bist absolut nicht der echte. Ich werde dich fertig machen. Wir müssen ihn fertig machen. Nein. Aua. Er hat richtig was drauf, Leute. Verdammt. Hör auf damit. Ja, wir müssen draufgehen. So, komm schon. Ja. Oh, Grimace, wir haben es geschafft. Du bist aber der Beste. Ja. Aha, aber ich sollte jetzt am besten hier rausgehen, weil das ist... Oh, danke dir. Mach's gut, Grimace. Und ich muss auf jeden Fall jetzt meinen Freund Niki wiederholen. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Ich guck mal nach. Okay, schau du nach. Ich schau so lang bei der Polizei nach. Vielleicht wissen die irgendwas. Der repariert da hinten sein McDonald's wieder, Leute. Wir müssen ganz schnell Niki holen, Leute. Dem ging's gar nicht. Nicht gut, habt ihr seinen Riesenschädel gesehen? Oh Mann, und der ist jetzt irgendwo nirgendwo. Niki! Nein, ich hab das Rätsel gelöst. Niki, wo bist du? Komm schon, zeig dich, Niki. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh Leute, ich bin hier mitten in der Stadt. Aber ich kann Niki nicht sehen. Wenn ihr Niki irgendwo sehen könnt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde überall alles genau anschauen. Aber ich habe bis jetzt... Hä? Brexy, das wirst du mir nicht glauben. Da waren 2 Grimace-Skins und der eine hat Niki hier vergiftet. Und dann auf einmal war Grimace blau und groß und dann musste ich gegen die kämpfen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du redest voll viel Quatsch. Ja, und Niki hat den Riesenschädel und dann wieder einen kleinen Schädel. Und ich weiß nicht, wo... Den hat er doch immer. Ich weiß aber nicht, wo Niki ist. Hilf mir, ihn zu finden. Los, schnell, das ist ein Notfall, Brexy. Und das ist kein Prank von dir? Nein, das ist kein Prank. Niki, wo bist du? Ich bin hier in der Stadt und ich vermisse dich. Niki, das kann doch nicht wahr sein. Hast du mal überlegt, dass er vielleicht... Hast du das gerade gehört? Das war voll die hohe Stimme. Was war das? Hallo Jungs. Hä? Ich war im Krankenhaus. Niki, dir geht's gut. Oh, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du den ganzen Tag? Fuck, ich bin im Krankenhaus wach geworden. Was ist denn passiert, Jimmy? So ein Grimace hat dich angegriffen und so ein Milchshake. Aber ihr seid ja alle wieder normal. Und geht auf jeden Fall nicht zu McDonald's. Da ist ein lila Grimace und vielleicht ist der böse. Ich muss jetzt aber auch los, Leute. Tschüss. Hä? Ja. Ich hab das aber nur geträumt, dachte ich. Nee, hast du nicht. Haha, guck mal, Leute. Ich bin ganz hier oben. Das wird nämlich das coolste Baumhaus, was die Welt jemals gesehen hat. Oh, ist das cool. Aber wo sind meine Freunde eigentlich? Da ist Brexy. Aber wo ist Odie? Guck mal, das ist richtig nah an seinem Haus dran. Aber ich will mein Baumhaus hier oben machen. Das passt richtig gut. Hä? Was macht Brexy da? Hallo, Brexy! Hallo, Odie! Wo ist eigentlich Mann, wer lacht denn da so? Jimmy? Hey, Jimmy. Brexy! Hey, Odie! Hier oben, ihr Blödmänner. Guckt mal, wo ich bin. Komm vom Baum runter! Nein, ich will hier nicht. Wie bist du denn da hochgekommen? Na, mit einer Leiter bin da rübergesprungen. Könnt ihr auch machen.
Hallo, das ist verboten, noch ein Baumhaus zu bauen. Ich darf das einzigste Baumhaus haben, was es gibt. Stimmt, du hast auch ein Baumhaus. Hm, kannst du mir dabei helfen, ein richtig cooles Baumhaus zu bauen? Ich gebe dir auch später ein Essen aus, Odi. Apropos Essen. Was ist denn, Braxy? Mein Bauch knurrt den ganzen Tag schon. Ich habe noch gar nichts gegessen. Warte, lass dich mal runterkommen. Bei Essen muss ich mitreden. Hat nur ein bisschen wehgetan. Du hast Hunger? Ich habe auch lange nichts mehr gegessen. Irgendwie könnte ich auch was vertragen, Leute. Sollen wir zum Megas? Können wir. Das Problem ist nur, ich habe hier noch Burger King Sachen dabei, aber die sind schon abgelaufen, Leute. Das heißt, wir müssen wirklich neues Essen holen. Essen! 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 Braxy geht aus! Braxy! Weil du der Älteste von uns bist und Wissenschaftler. Du hast schon einen Job und so. Du bist voll erwachsen. Genau. Na gut, heute geht Essen auf mich. Happy Meal! Oh. Yippie! Happy Meal! Leute, was ist eigentlich euer Lieblings-Happy Meal? Da gibt's doch immer so coole Figuren und so. Also ich mag die Dinosaurier richtig gerne. Habe ich nämlich Dinosaurier-Familie. Boah, gibt's hier viel Essen. Was wollt ihr? Big Mac! Ich will einen Big Mac und Pommes. Ich will Chicken Burger und Nuggets. Okay, ein Big Mac. Ganz viel. Wie viele denn? 30 Stück. Meinst du, so viel schaffst du doch, nicht? Doch, natürlich schaffe ich so viel, du Blödmann. Wir können ja ein Wettessen machen. Der, der am meisten schafft, kriegt 100 Diamanten. Aber, okay, komm. Odi, du kriegst einen Bacon Cheeseburger. Ich will Chicken Burger. Nein, die sind eklig, Braxy. Keiner will die essen. Bäh. Oh, dann hier. Sehr deine gut. Deine Chicken Burger. Braxy, du bist doch der Älteste. Ist eigentlich so Essen gesund? Eigentlich ist viel Essen nicht gesund, weil dann steigt dein Cholesterinspiegel. Und wenn du zu viel Kohlenhydrate isst, wirst du halt dick. Das glaube ich egal, dir nicht. Leute. Das ist egal, Leute. Komm schon, Wettessen. Ja, Wettessen. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Essen. Oh ja. Das hat gut getan, Leute. Habt ihr etwa schon aufgegeben? Haha. Du kannst noch mehr essen? Oh Mann, ich hab doch schon... Mein Bauch ist schon ganz... Oh, Leute. Odi hat aufgegeben. Braxy, nur noch wir Gibst beide. Gibst du etwa auf? Nein, ich muss das runterdrücken. Komm schon. Ich krieg nichts mehr runter, Braxy. Unentschieden, okay? Okay, Ich muss mich auf Pause machen. Ich muss mich auch hinlegen. Ich auch, ich hab Bauchschmerzen. Ich schlaf hier eine Runde, Leute. Mir geht's nicht gut. Gute Nacht, Leute. Tschüss, Odi, bis später. Später. Hat das gut getan. Braxy, du Blödmann, wach auf. Braxy, ich will nicht aufstehen. Du siehst irgendwie voll anders aus. Oder fällt mir das nur so? Keine Ahnung. Braxy, wie siehst du denn aus? Ich sehe ganz normal aus. Wie soll ich denn aussehen, du Blödmann? Ich glaube, die Burger sind dir in die Hose gerutscht. Was? Leute, wie sehe ich aus? Hey, was ist denn mit mir passiert? Das ist aber nicht das, wonach es aussieht, Braxy. Ich werde Sport machen. Eins und zwei und drei und vier. Nicht mehr. Ich bin so müde. Ich bin auch richtig voll. Wollen wir mit dem Auto fahren, Braxy? Ich habe keine Lust zu laufen. Okay, komm. Warte, ich setz mich hinten rauf. Von hier hinten hat man einen richtig schönen Ausblick. Was machst du da, du Blödmann? Du sollst Auto fahren. Es geht nicht, wir sind stecken geblieben. Sag mir nicht, wir sind zu schwer für das Auto. Die Reifen drehen durch, siehst du das nicht? Oh Mann, ich glaube, einer muss auch vom Auto sich absetzen, dann geht's warte. Okay. Komm schon, Braxy. Ich schieb Setz an. Setz dich mal ab, schnell. Ja, ich geh doch weg, so. Oha. Warte mal, soll das heißen, ich bin so schwer, dass das Auto mich nicht mehr tragen kann? Nicht nur du. Das ist gar nicht gut. Wir müssen, glaube ich, langsam laufen, Braxy, komm. Aber wo ist Odi? Weiß nicht, der wollte, glaube ich, nach Hause. Vielleicht können wir das Baumhaus weitermachen, Brax.
Ich kann mich kaum bewegen. Ich bin dick geworden. Ja, du bist nicht dick. Du bist einfach nur pummelig. Genau. Du bist etwas größer. Hm, vielleicht wird ja das Ganze auch in Muskeln umgewandelt. Glaubst du, das geht, Brexy? Ja, das geht, aber das dauert halt lange. Oh, das dauert lange. Leute, wisst ihr das, ob das geht? Das würde mich echt mal interessieren, ob man, naja... Nein, ich kann nicht mehr. Du hast recht, ich esse eine Pommes nochmal. Willst du einen Burger? Oh, ich hab noch einen. Oh, sehr gut, Lor. Erstmal ein bisschen was zu essen gönnen. Nach so einer langen Pause muss man sich was gönnen. Oh, das tut gut. Ich bin frisch gestärkt und du? Fertig. Das hat gut getan, komm. Ja, los. Ich glaube, wir sollten echt öfter zu McDonald's gehen. Das schmeckt richtig lecker. Ich glaube, ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ich auch, aber wir dürfen nicht zu viel essen. Oh. Hä? Warte mal. Psst, Brexy. Guck mal her. Guck mal, der Blödmann schläft da immer noch. Oh, die. Nein, ich weck den mit einem Big Mac. Warte, ich leg den einfach daneben hin. Der wird den safe riechen. Guck mal, wie er ihn gekrochen hat. Hey, Odi, du bist ja auch ein bisschen dicker geworden. Ich bin ja auch voll fett. Ich hab schon hier angefangen mit dem Baumhaus, aber ich bin müde geworden nach den 3-4 Leitern hier. Das geht uns auch so. Wir sollten eine Pause machen, Leute. Bist du da hoch? Ich hab's gleich. Los, ich schieb dich nach oben. Oh Mann, das klappt nicht, Leute. Wir sollten uns einfach mal kurz hinlegen. Du hast recht, Simi. Irgendwie hab ich auch noch mal Bauchschmerzen. Oh, ich muss mich hinlegen, Leute. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was essen. Das wird mir gut tun. Weil immer, wenn ich esse, habe ich so ein Glücksgefühl. Du auch, Brexy? Ich auch, aber meinst du, es ist eine gute Idee zu essen? Ich weiß nicht. Und hat niemand gesagt, dass das nicht gut ist. Und außerdem schmeckt das lecker und mein Magen mag's. Okay, das stimmt. Aufwachen, ihr Blödmänner. Wacht auf. Oh, ist es ich hab Zeit. So Bauchschmerzen. Oh, Leute, wie sehe ich denn aus? Ich kann meinen Bauch fast nicht mehr tragen. Ich bin ja ultra dick geworden. Ich auch. Guck mich mal an, Jimmy. Ich bin voll fett. Oh nein, Odi, das sieht echt nicht gesund aus. Das sieht aus, als wenn du 300 Kilo wiegst. Aber du wiegst 500. Leute. Was ist los, Brexy? Ihr habt so viel geredet. Ich hab Hunger bekommen. Nein, wir dürfen nichts mehr essen. Wir sind schon richtig dick. Wenn wir noch mehr essen, platzen wir einfach. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn man platzt. Ich gehe nach Hause. Du kannst ja nicht mehr gehen, Brexy. Du bist so dick, dass du einfach schleichen musst. Lass mich in Ruhe. Ich muss aber auch ganz vorsichtig machen. Das ist so anstrengend. Ich brauche nochmal einen Big Mac. Nein, Odi, tu es nicht. Du wirst platzen, du Blödmann. Das schmeckt immer voll lecker, Jimmy. Meinst du, man kann wirklich platzen, wenn man ganz viel isst, Odi? Bestimmt. Irgendwann hat man keinen Platz mehr, Jimmy. Vielleicht müssen wir dann ins Krankenhaus oder so. Mein Herz tut weh. Nein, mein Brexy. Herz tut weh. Brexy, was ist passiert? Hast du dich... Du bist hingefallen, oder? Was ist mit ihm? Er hat gesagt, mein Herz tut weh und jetzt liegt er da einfach. Vielleicht hat er einen Herzkollaps. Nein, Brexy, stirb uns bitte nicht weg. Brexy, du darfst nicht sterben, du bist mein bester Freund. Bring mich zum Arzt, Herz. Big Mac. Nein, hör auf, dem Blödmann Big Mac zu geben. Der wird doch nur noch dicker dadurch. Glaubt, Leute, wir müssen Sport machen. Ja, wir sollten wirklich Sport machen. Aber wie? Das macht gar keinen Spaß und ist blöd. Odi, was machen wir jetzt? Er meinte, wir müssen zum Arzt. Das brauchen wir nicht. Ich gehe weiter essen, Leute. Nein, tu's nicht, Odi. Ich will nicht wissen, was... Brexy, hörst du mich? Ich will zum Arzt. Komm mit mir, ich bring dich dahin, aber du musst meine Hand nehmen. Komm, nimm meine Hand, du Blödmann. So, okay, hör nicht auf, Odi. Wir müssen wieder normal werden. Wir müssen sportlich sein, okay? Guck mal, meine Füße, die sind so klein, dass sie gar nicht mein Gewicht tragen können. Wenn es so weitergeht, versinke ich im Erdboden. Oh nein.
gar nicht gut. Wir gehen jetzt ganz langsam zum Krankenhaus, Leute, weil das ist nicht normal, dass wir so, naja, ihr wisst schon, so übergewichtig sind. Ich will nicht mehr so viel essen. Ich will gesund werden. Meinst du, Karotten sind zum Abnehmen da? Nein, Cheeseburger. Nein, hör auf, Braxy. Wir dürfen das nicht mehr essen. Ich glaube, wir müssen gesundes Essen essen. Vielleicht hast du recht, aber ich muss dringend zum Arzt. Ja, das müssen wir. Da vorne ist das Krankenhaus. Wir haben es fast geschafft. Warte, ich schieb's dich an. Ich kann dich auch rollen, Braxy. Du bist eh wie eine Kugel. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Pause. Okay, Pause. Wir können ja noch ein Big Mac essen, aber unser letzter, okay? Ja. Okay, danach essen wir wirklich nichts mehr. Versprochen, Leute, aber wir haben echt viel gemacht heute. Oh, noch ein Stück, noch ein Stück. Schaffst du es, den Berg runterzurollen? Das wäre lustig. Bei mir hat's fast geklappt. Okay, ich bin beim Krankenhaus, Braxy. Komm, ich glaube, wir sollten es hinkriegen. Und vielleicht kann der Arzt uns ja irgendwas geben zum Abnehmen. Hallo, ist da jemand? Braxy! Braxy, du darfst da dich nicht hinlegen, du Blödmann! Ich kann nicht mehr! Bitte! Was macht ihr denn hier in meiner Praxis? Denn? Du bist ja voll schlank! Boah, bist du schlank! Danke. Ja, ich gucke auf meine Gesundheit, aber warum seid ihr denn so fett? Und ey, steh da auf! Nein, der Doktor! Was ist? Ui! Pfui ist das! Kinder, was ist denn mit ihm los, kleiner Herr? Gut. Mein Herz hat gepiekst. Gepiekst? Oh, das liegt an eurem Gewicht! Hä? Also sag, aber was kann denn da passieren? Ihr könnt platzen! Wir können wirklich platzen? Ja, das ist ganz schlimm. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter esst, könnt ihr einfach explodieren! Von innen! Das sieht so lecker aus, nur eine Pommes. Die Pommes weg! Aua, du Blödmann! Ja, dann hast du... Und den Big Mac? Gib den Big Mac her! Oh Mann, aber kann ich nicht einbehalten? Das sind 3 Stück. Schmeiß alle weg in den Müll damit! Aber das ist leckeres Essen! Aua, okay, ich esse ja nichts mehr. Genau zu. Klein hier hat schon Verrissene. Wollt ihr doch alle explodieren, oder was? Nein. Auf der Stelle Sport machen, weil sonst platzt ihr von innen. Auf der Stelle Sport? Braxy, hast du das gehört? Wir müssen doch Sport machen. Ich will aber keinen Sport machen. Willst du sterben? Nein. Dann müsst ihr jetzt sofort anfangen, und zwar Sport zu machen. Okay, ich mach Kniebeugen, aber das alles. Ist echt... Kniebeugen, Liegestützen, ihr müsst laufen, alles! 3... Oh, bitte nicht in der Praxis, bitte haut jetzt ab. Aus. Warte, gib mal. Die Burger wieder her! Braxy, was ist mit Odi? Wir müssen das Odi sagen, sonst platzt er. Ja, Leute. Bitte, tschüss. Tschüss, Herr Dr. Doofenstein. Wir müssen das unbedingt Odi sagen, Leute. Der hat sie das gar nicht mitbekommen. Und wenn er weiter ist, dann, naja, dann platzt er eben. Okay, komm, wir müssen ein bisschen joggen. Das geht schon. Oha, ich glaube, die Karotte würde uns gut tun, Braxy. Ey, nein. Doch, du musst eine Karotte. Ich esse auch die Karotte. Ah, Mann. Okay, wir müssen weiter springen. Kommt schon. Okay, das war echt anstrengend. Wir müssen unbedingt Odi finden. Komm, wir rennen. Okay, 1, 2, 3. Nach da drüben. Oh, 1 und 2. Und, oh, Pause. Nein. Braxy. Oh, der Blödmann ist schneller. Oh, das ist echt anstrengend. Wir müssen Odi warnen, bevor er weiter ist. Du hast recht, wir müssen zu ihm nach Hause. Odi! Oh Mann, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Odi, wo bist du? Mach die Tür auf. Odi, mach die Tür auf. Mann, er ist so fett, dass er nicht mal die Tür aufmachen kann. Odi, komm schon, du darfst nichts mehr essen, das ist wichtig. Weg! Braxy, da ist ein Monster! Guck mal, da ist ein Monster!
Ich pass hier nicht durch. Ich drück dich durch. Geh einfach seitlich durch. Das geht schon, Leute. Odi, wie siehst du denn aus? Odi, du siehst aus wie Würfel. Das ist doch gar nicht wahr. Ich sehe wie aus wie immer. Nein, du wirst langsam zum Big Mac, wenn du so weitermachst, Odi. Du siehst doch auch aus wie ein Big Mac. Ist doch egal. Ich seh aus wie... Oh, Ruhe! Odi, der Herz hat gesagt, wenn wir weiter essen, platzen wir. Ist so, und du bist kurz davor. Gar nicht. Hör endlich auf zu essen. Das ist wirklich kein Spaß, Odi. Nur noch ein bisschen und du platzt. Bitte hör auf. Mach Sport, das schnell. Ist du lecker. Musst... Irgendwas stimmt nicht, Leute, in meinem Körper. Odi. Odi. Er ist geplatzt, wie der Arzt es gesagt hat. Er ist geplatzt. Ich mach Short jetzt. Ich mach ganz viel Sport. Eins und zwei und wir drei. Wir haben gerade unseren Freund verloren. Ich weiß, aber wir müssen den irgendwie zurückgewinnen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir alles rückgängig machen, Braxy. Eins. Wir müssen Sport machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Zwei, drei. Ich mach jetzt Liegestützen, Leute, und ihr müsst mir dabei helfen. Los, Leute, gemeinsam schaffen wir das. Oh, Mann, ich klebe ja richtig auf dem Boden. Eins, zwei... Drei. Ich spüre es schon, wie es brutzelt. Ehrlich? Merkst du schon, wie die Kilos da wegfallen? Sehr gut. Bei mir klappt das auch ein bisschen. Drei, vier, für Odi, Leute, kommt schon. Für Odi, unseren besten Freund. Fünf, sechs, Braxy, ich glaube, bei mir passiert was. Warte mal. Guck mal. Ich bin nicht mehr so dick, Braxy. Ich auch nicht. Das funktioniert super. Das funktioniert echt. Aber wir müssen mehr trainieren und so klappt das nie. Wir müssen irgendeine andere Möglichkeit finden. Ich weiß, wen ich anrufe. Ich hab da jemanden. Du hast da jemanden? Wen meinst du denn? Sag ich dir doch nicht. Geh weg. Braxy, bitte sag's mir. Ich will unbedingt wissen. Ich zahle auch Diamanten für ein Training. Bitte. Ich hab meinen eigenen Personal Trainer. Boah, wie cool ist das denn? Kannst du mir die Nummer geben? Ich ruf ihn an. Oh, nein, aber ich kann ihm sagen, dass er mal bei dir vorbeischauen soll. Okay, machen wir so. Du bist der Beste und ich werde noch viel, viel Sport machen. Und dann holen wir Odi zurück, Leute. Komm schon, wir müssen uns jetzt dabei helfen, richtig, richtig sportlich zu sein. Auf dass der Personal Trainer bald kommt und ich werde versuchen, noch weiter fit zu werden. Eins und zwei und drei und vier. Wir kriegen das hin, aber zuerst muss ich nach Hause. Ich muss alles bereit machen. Oh, ich freue mich so sehr, wenn der kommt. Ist die Weihnachtsdeko schön, Leute. Rudolf, der Red-Nosed Reindeer. Ich muss noch Schokolade essen. Lecker, lecker. Da war doch gerade jemand. Egal, ich... Aufmachen! Ja, wer ist denn da? Ist das ein Überfall? Du siehst... Raus aus den Federn! Du siehst aus wie ein Trainer. Richtig cool. Trainer? Ich bin ein professioneller Trainer. Nicht nur ein Trainer. Wie sieht's hier denn aus? Das ist mein Weihnachtszimmer für meine Freunde und so. Wir wollen hier zusammen Weihnachten feiern, so wie letztes Mal. Oh, warte mal. Und wo sind die Hanteln? Die Hanteln? Keine Ahnung. Ich brauche keine Hanteln. Vielleicht brauche ich sie ja doch. Aber was macht man mit Hanteln? Trainieren, du Trottel. Oh, bist du der Trainer von Braxy erzählt hat? Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Du bist viel zu klein. Nein, ehrlich, ich bin gut und du musst mich trainieren. Pass auf, wenn du mich trainierst, gebe ich dir das Doppelte, 60 Diamanten. Oh, 60 Diamanten. Ja, und ich gebe dir... Aber ich muss dich warnen, das wird ein schwieriges Training. Nein, ich glaube dir nicht. Ich nehme die Herausforderung an, definitiv. Kann ich dir jetzt schon mal 30 Dias geben und 30 Dias, wenn wir fertig sind? Hör damit! Habe ich schon gegeben, ist hinter dir. Und ich muss dir eins sagen, das Training wird nicht leicht. Also, mal unter uns. Ja. Braxy hat geweint. Was? Der weint? Ja. Ich gehört, Leute, Braxy hat geweint bei dem Training. Aber habt ihr auch gesehen, dass er das Auto so hochheben konnte? Okay, was muss ich als erstes machen, Mr. Trainer? Als erstes musst du mit mir mitkommen. Mit dir mitkommen? Jetzt mach dich mal. Ja. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich bin doch hinter dir. Schritt und Tritt, genau. Können wir vielleicht zu meinen Freunden noch gehen, ein bisschen PlayStation spielen? Das wäre voll cool. PlayStation spielen? Ich glaube, du spinnst. Willst du trainieren oder willst du eine Memme werden? Ich will keine... Willst du trainieren? Ich bin kein Butterblümchen. Auf damit. Ich bin ein starker Mensch, genau. Ich will trainieren. Ich will trainieren. Ich will trainieren. So, jetzt kommst du mit. Ach so, ich dachte, das war's schon mit dem Training. Sag mal...
Also, ich dachte, so, das ist ein Motivationsding. So halt, naja, immer motiviert sein und so. Dann kommen doch auch Muskeln, oder nicht? Nein! Oh Mann, ich habe viel Arbeit vor mir. Ja, glaube ich schon. Aber egal, du packst das schon. Haha, ich meine, ich bin ja Jimmy. Jimmy, der alles schafft. Ich meine, ich habe schon gegen Enderdrachen gekämpft und so. Oh, stopp! Was machen wir hier? Ruhe! Ja, okay. Siehst du diesen Parcours hinter dir? Ja, das ist das Klettergerüst. Ja, das Spieli. Da spielen wir immer Ticken und so. Tick, du bist. Haha. Stopp! Hä? Ich dachte, wir spielen jetzt. Wir spielen nicht, wir trainieren. Oh, okay. Was soll ich trainieren? Du musst jetzt ganz schnell 5-mal hoch und runter laufen. Ganz so schnell du kannst. Da hoch, das geht aber voll in die Beine. Das müssen wir trainieren. Das nennt sich Aufwärmung. Und okay. Jetzt hopp! Okay, mach eine Stoppo. Ich schaff das. Und go! Hey, Leute, wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht runterfallen. Und erste Mal. Und jetzt wieder runtergehen. So, zack, das erste Mal. Schneller, schneller, schneller. Ich mach doch schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sehr gut. Und wieder runter. Das war das zweite Mal, stimmt? Weiter jetzt. Ich sag, wenn du aufhören sollst. Okay, oh Leute, Leute, Leute. Das ist echt ein cooler Parcours. Aber bleibt bis zum Ende dran, weil dann erfahrt ihr, ob ich stärker werden. Oh, ich muss weitermachen. Also, dritte Mal. Ha. Stopp, komm her. Ja, ich bin doch schon. Warte mal, ich muss da jetzt hochklettern? Genau, aber immer fehlt eine Leiter. Das heißt, du musst wirklich schnell sein. Das ist doch voll einfach. Guck mal, hab's geschafft. Sehr gut, und jetzt springst du runter. Nein, du musst mich wieder mit der Leiter runtergehen lassen. Das ist voll hoch. Hey, mach die Leiter wieder hin. Du musst lernen, mit Schmerzen umgehen zu können. Aber das runter hat, mit das dir. Hat Lumi mir nie beigebracht. Lumi meinte immer nur, ich soll das machen, was die anderen machen. Ich wusste, dass du eine Memme bist. Ich gehe nach Hause. Ich bin keine Memme. Und zack. Aua, mein Bein, aber ich merke, dass sich da was tut. Mein Bein kribbelt so. Warte mal, was passiert hier? Siehst du das? Sehr gut, siehst du, Training hat Erfolg. Cool, ich habe Muskeln bekommen, Leute. Das ist ja mega cool. Ich glaube, wenn ich mehr trainiere, dann wird mein ganzer Körper 100% stark, oder? Oh, 110%. Ich sehe, du hast es in dir. Aber wir müssen uns jetzt ausruhen. Du gehst erstmal schlafen und ich weck dich. Das hört sich nach einem Plan an. Ich wollte schon sagen, du bist gemein, aber eigentlich bist du gar nicht gemein. Haha, Freunde, ich glaube, das könnte mein neuer bester Freund werden. Der Trainer. Ich habe keine neuen besten Freunde. Ich dachte, das ich habe nur mich selber als bester Freund. Das ist voll egoistisch, Mann. Nee, da muss beste Freunde haben. Mindestens einen. Wenn man zu viel hat, ist das nicht gut. Aber wenn man einen Freund hat, ist das echt cool. Okay. Und wenn du schwach bist, was kann dein Freund denn dir helfen, ne? Ja, natürlich. Meine Freunde helfen mir immer. Und was bringst du denn deinen Freunden, wenn du schwach bist? Ich meine, schau dich doch mal an. Du bist klein. Klein, keine Muskeln und sogar noch orange. Ich glaube, ich spinne. Voll gemein, Leute. Er ist auf mein Aussehen gegangen. Der Ehrenlose. Der wird schon sehen. Egal, Leute. Wir lassen den Trainer einfach mal Trainer sein. Ich gehe nach Hause und schlaf. Schließlich habe ich jetzt coole neue Beine. Haha. Oh, ich bin gespannt. Hoffentlich werden als nächstes meine Arme richtig 100% stark. Das wäre mega cool. Guck mal, Jefferson. Ich bin jetzt richtig stark. Rah! Aber ich bin müde. Jefferson, du bist süß. Und gute Nacht, Leute. Morgen wird ein anstrengender Tag. Und die Decke zumachen. Schlaf gut, Freunde. Ah, freue ich mich so auf meinen Morgen, Leute. Das wird voll cool. Hä? Es hat geklopft. Aufstehen! Wer ist denn da? Hey, es ist mitten in der Nacht. Ich dachte, wir treffen uns morgen erst wieder. Genug geschlafen. Aber jeder braucht eine Nachtruhe. Du bist voll gemeine. Superhelden schlafen nicht in der Nacht. Komm jetzt bist mit. Du hast Superheld, genug geschlafen. Du bist höchstens ein Pokémon-Trainer, aber sonst bist du auch nicht mehr. Okay, warte. Hey! Habt ihr das gesehen? Der hat das Auto von hier darüber geworfen. Du wirst dieses Auto nie wieder fahren dürfen. Und schau her. Du kannst Glück haben, dass das nicht kaputt ist. Packe! Nein, du hast mein Auto kaputt gemacht. Hey, ich zahle dir nicht die anderen 30 Diamanten. Das merke ich mir, du Blödmann. Du zahlst mir alles und du benutzt ab heute deine Füße. Komm mit. Meine Füße? Och Mann, es wird nicht geschlafen. Aber das sieht schon lustig aus, wenn ich so gehe. Nicht schlafen. Oh Mann. Aufwärmen. Spring hier. Ich will mich aufwärmen. So einen kleinen Mini-Trampolin. Warte. Aufwärmen. Ja, das macht Spaß. Trampolin springen. Yippie, meine Lieblingsbeschäftigung. Du Blödmann! Sehr gut, du hast nicht geweint, merkst du das? Ja, hat ja auch nicht wehgetan, weil ich coole Beine habe. Hä? Was ist das denn hier? Boah, das ist doch hier Dings, wie heißt das? Eine Hantelbank. Hantelbank? Boah.
und dann genau. Sogar handeln. So. Und die Hand nehmen. Du legst dich jetzt hier hin. Hm? Boah, warte, ich muss mich hier hinlegen, du hast recht. So. Ich lieg und du musst mich jetzt spotten, okay? Genau. Mhm. Und los geht's. Und los. Eins, zwei, drei. Oh, drei. Stopp. Meine Hand, das zittert. Nimm sie ab. Oh, sehr gut. Das war richtig knapp, Mann. Ich wäre fast draufgegangen, ehrlich. Ja, draufgehen wirst du gleich, mein Lieber. Hm? Schau mal, ich habe einen individuellen Parcours für dich gebaut. Ja. Wenn du diesen Parcours nicht schaffst, wirst du sterben. Oh. Das heißt, du musst alles geben. Das sieht ja mega cool aus. Der sieht aber echt gefährlich aus mit der Lava. Glaubst du, ich kann mich da verletzen dabei? Verletzen? Du kannst dabei sterben. Ein klitzekleiner Fehler. Und du bist nicht mehr am Leben. Was? Das hört sich ja voll fies an. Aber sag mal, wenn ich das schaffen sollte, was wächst dann als nächstes bei mir? Also was wird als nächstes 100% stark? Deine Brust und deine Arme. Boah, Leute, dann habe ich endlich so einen richtig dicken Bizeps. Weil ihr wisst Bescheid, wenn man einen dicken Bizeps hat, dann kann man alles hochheben. Sogar dich, haha. Okay, ich nehme die Herausforderung an. 3, 2, 1, du willst trainieren. Ich trainieren. Los. Das Lava. Nicht runterfallen. Ich schaff das. Aua. Hast du Wasser? Ja. Egal, ich krieg Mensch. Das auch so hin. Oh, danke. Haha, das war Trick 17. Jetzt ist hier überall Wasser. Edge. Du Blödmann. Sehr gut, wir haben den ausgetrickst, den Doofkopf. So, wir müssen jetzt den Parcours aber weitermachen, Leute. Nein, wieder reingefallen. Ich schaff das. Komm hier rein. Sehr gut, Lava, weiter. Lava. Braxy meinte, du wirst das nie schaffen. Was meinte der? Du wirst das nie schaffen, hat er gesagt. Er hat gesagt, du bist ein kleines Kind. Das nimmt er zurück. Das muss er zurücknehmen. Das muss er doch zurücknehmen, oder? Wenn du es schaffst, dann hast du ihm alles bewiesen. Vorsichtig, konzentrier dich, leg dich hin. Ich soll mich jetzt hinlegen, du sollst Kopf, dich hinlegen. Okay, warte. Und jetzt rückwärts. Das geht nicht, ich kann nicht rückwärts gehen. Du sollst dich auch auf den Bauch hinlegen, du Trottel. Nein, okay, vielleicht hat er recht, Leute, wartet. Okay. Jetzt rückwärts. Rückwärts, ganz vorsichtig, ja. Ich falle hier fast vorwärts. Runter. Du hast, warum soll ich denn rückwärts gehen, du Blödmann? Das macht gar keinen Sinn. Du deinen Rücken trainierst, du Trottel. Oh, stimmt, der meinte ja, wir sollten die Brust auch machen. Und jetzt aufstehen. Aufstehen. Okay, und jetzt? Rüberspringen, vorsichtig aber. Mann, du hast mich geschubst, du Blödmann. Jetzt kann ich alles von vorne machen. Du bist voll gemein, los. Ey. Ja, und los. Oh, Leute, zusammen müssen wir das schaffen. Ihr müsst jetzt alle liken. Dann schaffen wir das zusammen. Kommt schon. Seht ihr? Einer hat schon geliked, deswegen schaffe ich das mehr. Oh, das war knapp. Oh, ihr seid echt die Besten, Leute. Und spring. Und rüber. Und das ist einfach, Leute. Da müssen wir einfach nur hier so rüber gehen. Das ist der einfachste Part. So, an der Stelle waren wir schon. Und das wird jetzt richtig schwierig, aber ich gebe alles. Du bist sicher, dass man das schafft? Du schaffst das. Braxy hat das doch auch geschafft, du Trottel. Ja, okay. Wow, ich hab's geschafft. War ja klar, dass ich das schaffe. Ich bin ja auch Jimmy Edge. Ja, ich muss das schaffen. Da hast du... Hä? Recht. Sieht das cool aus. Guck mal, Leute. Ich sehe aus wie ein richtiger Typ, der auf jeden Fall ins Training gegangen ist. Okay, ich schaffe jetzt alles. Du wirst schon sehen. Und spring. Spring. Jetzt einmal hier hochklettern. Das ist, mit meinen starken Beinen. Sehr gut. Kriege ich alles hin. Und jetzt, hier runter, richtig? Richtig, sehr gut. Und jetzt wieder hier hoch. Hoch. Und jetzt hier rüber. Hab's geschafft. Sehr gut. Und jetzt springst du von dort oben hier runter. Ich kann da nicht runterspringen, ehrlich. Auch wenn ich jetzt stärker bin, das ist voll schwierig. Du schaffst das. Okay, ich krieg das hin, Leute. Auf drei, aber einen runter gehe ich noch. 1, 2, 3, Geronimo! Hey, das hat gar nicht wehgetan. Ich habe nur 2 Herzen verloren. Schau dir mal deine Arme an. Boah, Leute, schaut mal an, wie der krass das aussieht. Wenn ihr auch mal so stark sein wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann kriegen wir das zusammen hin. Okay, Trainer, wann muss ich gegen dich kämpfen? Ich will dich unbedingt fertig machen. Du willst gegen mich kämpfen, gegen deinen Trainer? Du siehst aus wie ein Pokémon-Trainer, wie dieser Ash, genau. Merk dir eins, fordere niemals deinen Trainer auf, dann lass uns jetzt boxen, komm. Na schön, ich glaube, wir machen einen Boxkampf. Wollen wir den hier machen?
Genau hier. Na schön, 1 gegen 1. Leute, das ist echt schwierig jetzt. Aber wir kriegen das hin. Aber ohne Boxhandschuhe, okay? Ohne, komm jetzt. 3, 2, 1, los. Und bam, Junge. Oh, du bist ja voll stark, aber ich bin auch gut. Ich werde dich fertig machen. Nie wieder wirst du mich fertig machen, du blöder Trainer. Hast du verstanden? Haha, ich bin stärker. Ich bin stärker. Du bist ein Noob. Komm her. So, hier, jetzt, links, rechts, guck mal, ich geb dir hier eine. Bam, 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 aua. Du bist echt stark, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Hey, wir müssen weitermachen. Aber ich hab noch voll viele Herzen, Edge. Komm schon, mach mich doch fertig, du Blödmann. Du findest mich nicht. Oha, mal gucken, wer jetzt gewinnt. Nein! Ich glaube, ich bin stärker als er, oder? Ist er stärker? Wer ist stärker, Leute? Das ist so ein spannendes Match. Boah, ich hatte noch 1,5 Herzen, Leute, und ich habe ihn erledigt. Das heißt, wir sind die stärkste Person auf der ganzen Insel. 100% stark. Das muss ich Brexy zeigen, das wird er mir niemals glauben. Boah, wie cool. Wir sind so stark wie sonst niemand. Oh mein, Brexy meint, er ist irgendwo hier fischen, aber wo könnte der fischen? Brexy, guck mal, wie stark ich bin. Siehst du das auch? Lass du mich aus, du Doofkopf. Du musst Respekt haben vor mir. Lass mich angeln, du Schwächling. Wartet mal. Leute, wo sind meine Muskeln hin? Hey, ich hab doch gewonnen. Der Blödmann, nein, ich glaube, weil er gestorben ist, hat er all seine Kräfte mitgenommen. Oh, Blödmann. Brexy. Ich hab dich geangelt. Mann, ich war richtig stark, du Doofkopf. Du hast mich nicht geangelt. Hör auf damit. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich wieder schwach, Mann. Das ist voll blöd. Du warst nie stark. Du bist ein kleiner Knirps. Bin ich gar nicht, du Doofkopf. Ich werde dir beweisen, dass ich stark werde. Nenn mir ein Trainingslager, wo ich hingehen soll, und ich werde es beschaffen. Genau. Trainingslager? Ja, du musst, glaube ich, zum anderen Trainer gehen, zum anderen Gym. Du weißt schon, du kannst dich da nicht mehr blicken lassen. Ich schaff das. Ich werde es dir beweisen. Kannst auch mitkommen. Vielleicht sehe ich dich ja da gleich, du Blödmann.